Was geht ab, meine Wunschkinder? Jericho 5 am Start. Und heute reden wir über Capitao, den alten Knacker. Capitao ist einer der Operator, die irgendwie total unterschätzt werden. Und ich habe mir gedacht, dass ich ein Format, wo ich Tipps und Tricks über unterschätzte Operator mache. Wir haben mit Blitz ja schon angefangen und nun machen wir weiter mit Capitao. Capitao ist ein 50-jähriger Attacker der brasilianischen Spezialeinheit Bope. Oder B-O-P-E. Und da kommt ja schon die Frage auf, wie kann man mit 50 Jahren ein 3-Speed-Operator sein? Er ist der einzige 3-Speed-Operator, der am unbeliebtesten ist bei der Community. Schlimm wurde es, als Capitao seine Granaten verloren hat, denn nun ist er mit Montagne der einzige Operator, der nicht durch Castle-Barrikaden kommt. Außerdem ist sein Gadget nur in wenigen Situationen zu gebrauchen. Wenn wir zum Beispiel Ashe nehmen und von der Notwendigkeit ihres Gadgets ausgehen, dann wissen wir, dass ihr Sprengkörper in viel mehr Situationen nützlich ist. Denn Capitaos Armbrust hat eine geringe Notwendigkeit in einem Match. Es kommen wenige Situationen auf, in denen man sein Gadget wirklich nutzen könnte. Hinzu kommen seine Waffen, die eine geringe Feuerrate haben und einen echt geringen Schaden. Also wieso sollte man Capitao überhaupt wählen, wenn er keine Granaten mehr hat, ein Gadget, was man nur selten braucht und Waffen, die mit den anderen Waffen aus Rainbow nicht wirklich mithalten können? Reden wir also erstmal über seine Ausrüstung und Allgemeines. Capitao ist wie schon gesagt ein 3-Speed-Operator, was ihn zwar aufgrund seiner Waffen nicht gut für einen Push macht, er aber für kurze, schnelle Sprints und Peaks sehr gut geeignet ist. Capitao verfügt über eine Claymore und Stun Grenades. Diese Gadgets machen ihn extrem gut als Support. Denn Claymores sind ganz klar zum Absichern von Fenstern, Türen oder auch dem Diffuser. Stun Grenades sind aufgrund seiner Armbrust, die auch Rauchpfeile verschießen können, sehr, sehr gut. Denn so kann man den Gegner zusmoken und flashen und hat sogar noch einen Brandpfeil. Ja, ich weiß, es nennt sich eigentlich Gasbolzen, aber mal ehrlich, jeder von uns sagt Brandpfeil. Aber bevor wir über Capitaos Armbrust reden, kommen wir eben nochmal zu seinen Waffen. Capitao hat einmal die Para mit einer Feuerrate von 650 Schuss die Minute und einem Schaden von 43. Und einen verdammt, verdammt geilen Sound, den ich mir den ganzen Tag reinziehen könnte. Der Schaden mag für euch hoch sein, was er vielleicht auch ist, dennoch finde ich, dass die Para einen Buff benötigt, damit Capitao einfach mal wieder prinzipiell öfter gespielt wird. Ich persönlich spiele die Para mit angewinkeltem Griff, da der Rückstoß definitiv für mich kontrollierbar ist und als Visier habe ich das Holo drauf. Was ihr da spielt, ist aber Geschmackssache. Und einmal haben wir das M249 oder das M249 LMG, welches auch eine Feuerrate von 650 Schuss die Minute hat, aber einen Schaden von 34. Das LMG zählt auch mehr zu der Support-Seite von Capitao, welches für Feuerschutz, Sperrfeuer oder einfach nur Krachgut zu gebrauchen ist. Dennoch ist das LMG absolut keine Option für Capitao. Als Sekundärwaffe hat Capitao die PSB-92, was sich als Sekundärwaffe echt sehen lassen kann. Aber reden wir mal über Capitaos Gadget, seine Armbrust. Capitao verfügt über eine taktische Armbrust, die mit zwei verschiedenen Munitionstypen geladen werden kann. Diese sind entweder Brandpfeile oder Rauchpfeile. Ich höre oft, dass Capitaos Gadget absolut sinnlos ist, es kaum zu gebrauchen ist und nur zum Spaß gespielt wird. Ich erkläre euch, wieso Capitao eine gute Wahl ist. Was macht seine Armbrust also besonders? Im Gegensatz zu Geschossen und Granaten werden Capitaos Pfeile nicht von Jägers AVS abgefangen, was in unglaublich vielen Situationen sehr hilfreich sein kann. Die Rauchpfeile der Armbrust können auf einer viel höheren Distanz abgefeuert werden, was uns zum nächsten Punkt bringt, die Präzision. Capitaos Armbrust ist viel präziser als andere Rauchgranaten, die man wirft, was uns auch wieder zu einem weiteren Punkt bringt. Die sofortige Ausbreitung beim Aufprall. Es vergeht keine Zeit zwischen Schuss und Entfaltung des Rauches wie bei normalen Rauchgranaten. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte bei Capitao. Der Rauch ist mir oft wichtiger als die Brandpfeile. Denn damit kann ich zum Beispiel perfekt Miras Sicht nehmen, ohne dass ich mir Sorgen um AVS machen muss, die meine Rauchpfeile abfangen. Aber auch wenn ein Spiegel nach außen befestigt wurde, wäre Capitao gut, um Mira zu kontern. Denn ein Rauchpfeil genau auf Spiegelhöhe ist besser als eine Rauchgranate, die auf dem Boden liegt. Denn so kann man sich hinlegen und aufpassen, ob man Füße sieht. Außerdem ist Capitao ein unglaublich guter Peak-Verweigerer, denn meist benutze ich meine Rauchpfeile, um Fenster zu blockieren, damit der Gegner nicht herausschießen kann. Was man entweder aus recht naher Distanz oder hoher Distanz machen kann. Ihr könnt aber auch einen Rauchpfeil nutzen für einen schnellen Positionswechsel oder auch um Glass zusätzlich zu unterstützen. Das bringt uns direkt zu Capitaos Brandpfeil. Wisst ihr, Capitao ist mehr als jemand, der Verteidiger hinter ihren Schildern verscheuchen kann. Nehmen wir mal an, ihr spielt Chalet und wisst, dass der Bandit den Bandit-Trick machen möchte. Ihr legt euch also als
Capitão auf den Boden und schießt einen Brandpfeil durch das Drohnenloch. Der Brandpfeil landet direkt hinter der linken verstärkten Wand. So ist Bandit nicht in der Lage, sein Schockdraht zu platzieren und ihr könnt als Thermite eure Exotherme anbringen und boom, die Garage ist offen. Wenn das nicht klappen sollte und ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann lauft nach oben und schießt den Boden auf. Von hier aus könnt ihr zwar auch als jeder Operator aufpassen, dennoch ist Capitão eine Spur besser. Denn der Brandpfeil brennt eine Weile und ihr könnt euch in der Zeit um flankierende Gegner kümmern und müsst nicht die ganze Zeit durch den Boden aimen. Der Brandpfeil hat aber noch mehr Funktionen. Wie schon gesagt, arbeitet der Brandpfeil eine gewisse Zeit und wird nicht vom AVS abgewehrt. Das bedeutet, dass ihr schnell reagieren könnt. Wenn ihr wen ausdrohen, könnt ihr sofort handeln und euren Brandpfeil in eine Ecke schießen und müsst nicht vorher nach AVS absuchen. Ist der Brandpfeil einmal abgeschossen, könnt ihr euch sofort um andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel diese kleine dreckige flankierende Ela. Auch der Brandpfeil ist gut, um Mira zu kontern, denn wenn zwei Mira-Fenster nebeneinander sind, kann man einen Pfeil an den Rand schießen, sodass Mira nicht mehr durch das Fenster pieken kann. Was ja schon viele wissen, ist, dass man einen Brandpfeil in einen Türrahmen schießt, um den Gegner den Weg abzuschneiden. Was aber auch sehr gut ist und wo kaum einer dran denkt, ist, dass Capitão unglaublich gut für Bombe ist. Die Zünderzeit für den Entschärfer liegt bei 45 Sekunden und das Entschärfen selber dauert 7 Sekunden. Also sollte ein Verteidiger spätestens bei 38 Sekunden entschärfen und das wäre echt auf die allerletzte Sekunde. Aber wir sagen einfach, dass man bei spätestens 38 Sekunden entschärfen sollte. Ein Brandpfeil hält 10 Sekunden und davon habt ihr 2, also könnt ihr nochmal 20 Sekunden rausholen, wenn ihr einen Brandpfeil auf den Entschärfer schießt. So habt ihr den Entschärfer einige Zeit safe und ihr könnt euch währenddessen auf die restlichen Überlebenden konzentrieren. Also nochmal zusammenfassend. Seine Pfeile werden nicht von Jägers AVS abgewehrt. Seine Pfeile kann man auf höhere Distanz abfeuern. Rauch- und Brandpfeile können präzise verschossen werden. Die Rauchpfeile haben keine Zeitverzögerung wie andere Rauchgranaten. Rauchpfeile sind ein guter Peak-Konter. Rauchpfeile sind gut, um sich neu zu positionieren. Seine Brandpfeile sind gut gegen den Bandit-Trick. Außerdem schneiden sie einem Verteidiger den Weg ab. Sie sind ein guter Konter gegen Mira und sie sind sehr gut, um bei Bombe auf Zeit zu spielen. Man merkt schon, dass Capitão großes Potenzial als Support hat und ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig überzeugen. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Außerdem haben ja viele gefragt, ob ich mal meine Werke bzw. meine erstellten Songs für meine Videos irgendwo hochladen kann. Das habe ich nun gemacht. In der Beschreibung ist ein Link zu SoundCloud. Ihr könnt euch gerne alles runterladen und für eure Videos verwenden. Das sind nicht die Songs meiner Band, sondern das sind die Songs, die ich für meine Videos verwendet habe, wie zum Beispiel der Song aus dem Frostmatten-Video, den ja schon recht viele haben wollten. Also, wie gesagt, ihr könnt gerne alles runterladen und für eure Videos verwenden, ohne euch Sorgen zu machen, dass ihr irgendeinen Strike wegen Copyright bekommt. Also, wir sehen uns in den Kommentaren, euer Jericho5.